Willkommen zurück auf unserem Kanal, liebe Zuschauer. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Emotionen und wie wir lernen können, sie bewusster zu erleben. Hast du dich schon mal gefragt, warum du manchmal das Gefühl hast, nichts zu spüren? Heute sprechen wir darüber, wie du deine Empfindungen entfalten kannst. Wenn du denkst, dass deine Sensibilität nicht ausreicht, könnte es sein, dass du dich irrst? Die Fähigkeit zu fühlen ist in jedem von uns angelegt. Du musst sie nur entfalten. Fühlen verleiht unserem Leben eine völlig neue Qualität. Es ermöglicht uns nicht nur, die Welt um uns herum besser zu verstehen, sondern beeinflusst auch aktiv die Realität, die wir erschaffen. Wie kannst du also gezielt an deinem Fühlen arbeiten? Lass uns einen Blick darauf werfen. Einer der ersten Schritte ist es, deine Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Lerne, von innen nach außen zu leben. Denn das, was wir fühlen, strahlen wir aus und ziehen es in unser Leben. Zum Beispiel beim Betrachten einer Blume nicht nur die äußeren Merkmale beachten, sondern auch, welche Gefühle sie in dir auslöst. Immer deinen Blick nach innen richten. Ein weiterer, praktischer Tipp ist, deine Sinne zu schärfen. Wenn du etwas in die Hand nimmst, achte bewusst auf die Textur und deine Finger. Beim Essen versuche, alle Geschmacks- und Texturerlebnisse bewusst wahrzunehmen. Dies hilft dir, deine Aufmerksamkeit von den ständigen Gedanken abzulenken und dich auf die Empfindungen zu konzentrieren. Zum Schluss, tauche tief in deine Emotionen ein. Beobachte die Nuancen und Facetten. Wenn du einen Farbton oder eine Emotion nicht sofort verstehst, schaue in deine Gedanken. Sie sind der Schlüssel zur Entfaltung deiner inneren Welt. Und nun zum Fazit unseres heutigen Themas. Die Kunst des Fühlens ermöglicht eine tiefere Verbindung zu uns selbst und unserer Umgebung. Probiere diese Tipps aus und teile uns in den Kommentaren mit, welche Erfahrungen du gemacht hast. Vergiss nicht zu abonnieren, um mehr über die Kunst des Lebens zu erfahren. Bis zum nächsten Mal.